Ich folge da jetzt auf YouTube, folge ich so einer Frau, die ist auch auf Twitter sehr aktiv und auf TikTok habe ich gesehen, die heißt Sarah Wagenknecht, das ist so ein Internetstar. Da denke ich mir, wow, die hat aber Durchsetzungsvermögen. Über die Themen kann man streiten, aber die ist bissig. Also will die nicht mal in die Politik gehen? Das wär doch mal geil. Ja? Als Ministerin oder als Kanzlerin. Ja, das ist es ja. Die macht es ja seit über 30 Jahren, macht die ja Politik. Ja? Weil die gut reden kann. Die kann gut reden. Sarah Wagenknecht kann gut reden. Die tritt immer für Positionen ein, die sehr interessant sind. Und ist dann auch streitbar. Es hat einen Standpunkt und alles. Sie hat aber ein Problem. Sie war immer schon gegen den Mainstream. Sie war immer schon Indie, immer schon Independent. Das fing ja damals an, sie kommt ja auch aus dem Osten. Sie ist in Thüringen aufgewachsen. Und hat dann in den letzten Tagen der DDR, als es plötzlich eine Massenbewegung gab, und diese Massenbewegung hieß, ich trete jetzt aus der SED aus, das hat ihr missfallen. Sie ist gegen Massenbewegungen. Und deswegen ist sie aus Protest in die SED eingetreten, in den letzten Tagen der DDR. Gegen den Strom schwimmen, das ist ihr Ding. Hat sie selber in einem Interview mal gesagt. Gegen den Strom schon, ist da rein. Und deswegen ist sie ja heute noch in der Linkspartei. Wenn es damals eine andere Alternative gegeben hätte, Musik machen, oder du bist jetzt Conferencier oder sowas, dann hätte die das gemacht. Ja, aber sie ist halt in die Politik und hat sich seitdem wacker geschlagen. Als Gesicht und als gute Rednerin. Sie kann halt gut reden. Ja, aber jetzt haben sie alle Angst, oh, wenn die eine Partei gründet, das könnte ein Erfolg werden. Oh, nee. Weil eine Partei, die ein Erfolg ist, ist ja eine Massenbewegung. Und wenn das eine Massenbewegung werden sollte, diese neue Partei von Sarah Wagenknecht, dann müsste sie ja getreu ihrer eigenen Logik dann wieder dagegen sein. Ja? Das ist ja das Problem. Sie kann gut reden und auch einreden, aber sie ist ja für sich und sie ist halt dagegen. In einer vollbesetzten S-Bahn ist Sarah Wagenknecht die Einzige, die nicht am Handy rumspielt. Sie wäre allerdings auch bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker diejenige, die den Flachmann rausholt. Und dann würde sie sagen, kauft mein Buch. Denn darum geht es ihr. Leute, die irgendwann checken, dass sie richtig gut sind in dem, was sie tun, arbeiten irgendwann nur noch für sich selber. Ja? Und machen das profitabel. Die Allgemeinheit kriegt die ab, die Halbgaren, die es auch für lau machen. Ein Kubicki, ein Lindner, ein Kühnert. Ja? Aber nicht die anderen. Die anderen arbeiten für sich selber. Das ist halt schade. Aber nicht die Sarah. Nicht die Sarah? Okay, na, ich warte mal ab. Also wenn sie kann, sie hat ja von sich selber gesagt, sie ist halt, als Gesicht ihrer Partei könnte sie sich das gut vorstellen, aber nicht als Sachpolitikerin, also die Entscheidung treffen mag, weil die Zeit hätte sie gehabt. Es gab ja genügend Momente, wo die Linkspartei irgendwo in Regierungsverantwortung war. Und wir hatten jetzt in Berlin, wir hatten zwei sehr gute Senatoren der Linkspartei, Katja Kipping und den Klaus Lederer, genau, dankeschön. Sehr guter Kultursenator. Die haben wirklich sehr, sehr gute Sacharbeit geleistet. Die ganze Zeit. Die waren natürlich nicht in den Talkshows und so weiter. Aber Sarah Wagenknecht hat seit 30 Jahren, ich sag mal so, ich habe die noch nie irgendwo in Regierungsverantwortung gesehen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht. Ich würde mir das gerne angucken, wie lange das geht und was sie damit erreicht. Ich drück die Daumen. Ich wäre dabei. Ich würde es gut finden. Ich würde ihr dann bei YouTube wahrscheinlich nicht mehr so viel folgen können, weil sie dann nicht mehr Zeit hätte. Auch so bei Anne Will wäre sie nicht mehr häufig. Aber ich würde mir das mal wünschen, dass sie tatsächlich in Regierungsverantwortung kommt, damit sie das mal durchsetzen kann. Ich fände das gut. Ich drücke die Daumen und ansonsten warte ich halt einfach mal ab.